Der Attentäter vom Breitscheidplatz, der 13 Menschen tötete, war Tunesier. Der Attentäter von Würzburg, der drei Frauen mitten aus dem Leben riss, war Somalier. Wir haben ein Problem mit dem radikalen Islam hier im Lande und das muss endlich angegangen werden. Wir können nicht weiter Prediger hierzulande Muslime radikalisieren lassen. Wir müssen die Zuwanderung von radikalen Muslimen nach Deutschland stoppen. Es bringt uns nichts zu sagen, na, wir nehmen halt keinen mehr aus Syrien und keinen aus Afghanistan auf, wenn dann die mehr Leute aus Somalia kommen, aus Tunesien, aus Tschetschenien und sonst woher dann die radikalen Muslime weiter nach Deutschland kommen können. Wir können sagen, ja, Deutschland ist voll, wir haben mehr als genug Asylbewerber aufgenommen, wir haben keinerlei Kapazitäten mehr, wir müssen erstmal gucken, was das für Leute sind, die hier bei uns im Land sind und machen einen generellen Aufnahmestopp. Das wäre völlig sinnvoll. Wir müssen aber nichtsdestotrotz das Problem des radikalen Islams hierzulande angehen, dass wir in Anschlägen auf Michael Stürzenberger, in den Attentaten von Ansbach, von Würzburg, Würzburg 1, Würzburg 2, vom Breitscheidplatz, von Solingen und so weiter sehen, dass wir in den täglichen Übergriffen im Rahmen von Messerstechereien, von Massenvergewaltigungen sehen. Das Problem, was wir haben, ist mit einer religiösen Ideologie, aber es traut sich keiner daran. Schon nach dem 11. September 2001 hat man lieber alle Leuten verboten, mit Nagelschere oder mit einer Colaflasche ins Flugzeug zu gehen, anstatt gegen den radikalen Islam konsequent vorzugehen. Man hat einen Krieg gegen Saddam Hussein vom Zaun gebrochen, der mit dem radikalen Islam eigentlich gar nichts zu tun hatte, nur um rein politische Ideologie und politische Ziele durchzusetzen. Aber die Bevölkerung wird nicht geschützt. Es dient unserer inneren Sicherheit nicht, wenn Populisten wie Merz sich jetzt hinstellen und sagen, dann machen wir halt einen Aufnahmestopp von Syrern oder Afghanen. Wir müssen den radikalen Islam, den wir schon hierzulande haben, mit einem Terrorpotenzial von Zehntausenden, wenn nicht gar Hunderttausenden radikalen Muslimen, den müssen wir konsequent angehen. Und ich erwarte von jedem politisch Verantwortlichen hier im Land, dass er jetzt den Mut dazu hat, die Wahrheit auszusprechen und zu sagen, es geht nicht, dass weiter in DITIB-Moscheen Muslime radikalisiert werden. Wir können nicht weiter zulassen, dass hierzulande die Menschen gegen die deutsche Mehrheitsbevölkerung aufgehetzt wird. Wir können nicht zulassen, dass hierzulande Menschen muslimischen Glaubens sind, die der Überzeugung sind, dass Ungläubige weniger wert sind, dass man Ungläubige abstechen muss und töten muss. Das hat in Deutschland nichts zu suchen. Das muss jetzt endlich angegangen werden. Ansonsten wird der radikale Islam in Deutschland immer stärker und stärker werden. Ich halte nichts von populistischer Kackscheiße wie das, was Friedrich Merz hier kommuniziert, zu sagen, wir machen jetzt hier eine Rassismusdebatte auf, ob jetzt Syrer oder Afghanen das Problem sind. Denn christliche Syrer, christliche Afghanen waren nie ein Problem in Deutschland. Aber wir haben Probleme mit radikalen Muslimen, nicht nur aus Syrien, nicht nur aus Afghanistan, sondern auch aus Tschetschenien, aus Somalia, aus anderen Ländern. Und das Problem muss endlich offen benannt und offen diskutiert werden. Und ich erwarte das von jedem relevanten Politiker in diesem Land.